Hallo und willkommen zurück zur neuen Folge Mass Effect 2. Es ist etwas länger her, als ich Mass Effect gespielt habe und das wollte ich heute mal nachholen. Und zur Besonderheit dieser Folge will ich Kazumis Nebenmission. Oh, was heißt Nebenmission? Loyalitätsmission abschließen. Und das komplett in einer Folge. Hurra. Mal überlegen. Letztes Mal haben wir das ganze System. Nee. Ich erkunde das System da vorne nochmal schnell und dann fliehen wir. Ja. Okay, das ist das ein neues System. So. Sonde unterwegs. Ja, Planet. Ein sonst System hat nur ein Planet, ja. Nur die Hälfte unseres Treibstoffs ist noch übrig. Den Gefeuergang könnte ich noch machen, aber nee, das machen wir in der nächsten Folge dann. Nein. Ich hab also die falsche Taste gedrückt, hoppla. Okay, Sonne kaufen, danke. So, Kazumi helfen. Ach, die Musik. Mal gucken, was haben wir hier? Nichts. Sonde gestartet. So. Du Freundchen. Sonde gestartet. Das Beckenstein. Interessanter Name für einen Planeten. Mal interessante Frage. Wenn ihr einen Planeten benennen würdet, wie würde es denn eigentlich heißen? Kannst du mal in die Kommentare schreiben. Komplett abgebohrt, war ja klar. Beckenstein ist einer der schönsten Planeten im Messeffekt, finde ich. Aber werden wir gleich schon sehen. Missionsziele werden in ihren Tagebuchen laufend aktualisiert. Ja. Es kommt nur Kazumi mit und ich. Nee, ich lasse das mal so, wie es ist. Sie machen wirklich was her, Mr. Solomon Gunn. Hawk wird gar nicht mitkriegen, was ihn erwischt hat. Solomon Gunn? Solomon Gunn ist wohl meine Tarnidentität. Sie leiten eine kleine, aber professionelle Söldnertruppe in den Terminus-Systemen. Genau solche Leute respektiert Hawk. Ich habe mir die Freiheit genommen, ihnen einen Ruf zu verpassen. Papiere, Zeugen, ein Artikel im Wochenblatt für harte Kerle. Solange sie mit ihnen nicht übers Geschäft reden, sollte es keine Probleme geben. Das ist gut ausgearbeitet, Kazumi. Nochmal, mit was für einem Mann haben wir es zu tun? Hawk ist ein Waffenhändler und Schmuggler. Er hat meinen Partner getötet und seine Greybox gestohlen. Davon abgesehen ist er gar nicht so übel. Reich, charismatisch und jederzeit bereit, einem Mann den Schädel aufzumeißeln, um an die neuralen Implantate im Inneren zu kommen. Okay. Ich nehme an, es gibt einen Grund für diese Verkleidung. Gepanzert würden Sie bei einer Party der höheren Gesellschaft etwas deplatziert wirken, meinen Sie nicht? Sie sehen toll aus. Sie sollten so etwas öfter tragen. Ja, ich finde es immer noch so schade, dass man mit Kazumi einfach keine Beziehung eingehen kann. Das ist einfach eine verpasste Chance, finde ich, von BioWare. Naja. Jetzt wäre vermutlich ein guter Zeitpunkt, um mir die Einzelheiten zu verraten. Sie waren wirklich sehr geduldig. Oh. Unser Freund Hawk gibt eine Party für seine engsten Freunde. Ein paar Dutzend der übelsten Lügner, Betrüger und Massenmörder, denen man begegnen kann. Und sie alle bringen Geschenke, um dem Allergrößten von ihnen zu huldigen. Unser
Tribut ist eine entzückende Statue ihres alten Freundes Saren, mit liebevollen Details und voller Waffen und Panzerung bis unter den Rand. Sie können ihre Pistole behalten, solange sie sie verstecken. Wegen sowas machen die keinen Ärger. Wenn wir drin sind, geht's zur Tür zu Hocks Tresorraum, irgendwo hinter dem Ballsaal. Dann ermitteln wir die Sicherheitsmaßnahmen und schalten sie der Reihe nach aus. Die Statue wird auch da sein und darauf warten, dass sie sie öffnen und sich ausrüsten. Dann geht's bei einem Walzer in den Tresorraum und wir holen Keijis Greybox zurück. Und ich bekomme endlich Gelegenheit, mich zu verabschieden. Okay, gut ausgearbeitet, aber es wird wahrscheinlich auch nicht so einfach. Sie haben hart an dieser Sache gearbeitet. Keiji muss Ihnen viel bedeutet haben. Ist das so offensichtlich? Keijis Greybox enthält viele unbezahlbare, persönliche Erinnerungen. Sie ist alles, was von ihm geblieben ist. Aber das Geheimnis, das er entdeckt hat, ist gefährlich. Wenn es nicht so wäre, hätte ich sie nicht hergebracht. Da bin ich mal gespannt. Was ist in der Greybox, das den ganzen Aufwand rechtfertigt? Die Greybox enthält Keijis Erinnerung. Alles, von den Codes und Plänen, die er gestohlen hat, bis hin zu unserer gemeinsamen Zeit. In den Erinnerungen verbirgt sich das Geheimnis, das er gestohlen hat. Keiji hat mir nie gesagt, worum es sich dabei handelt. Aber wegen dieser Information wurde er umgebracht. Okay, kurzer Cut. So, bin wieder da. Das dürfte interessant werden. So ist es gedacht. Wir sind da. Kasumi, bist du nicht ein bisschen auffällig gekleidet? Ich meine ja nur... Mr. Gunn. Na, du hättest dich auch ein bisschen schöner kleiden. Moment bitte, Sir. Ja. Es scheint da ein Problem mit der Statue zu geben. Gibt es hier ein Problem? Nein, Mr. Hawk. Wir führen nur einen Scan durch. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Donovan Hawk. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Mein Name ist Solomon Gunn. Und ich habe schon viel von Ihnen gehört. Sie sind in letzter Zeit sehr beschäftigt, wenn man dem Extranet Glauben schenken darf. Sir, die Scanner registrieren überhaupt nichts. Unsere Gäste sind sicher nicht den weiten Weg von Ilium gekommen, nur um Ärger zu machen, oder? Sie können passieren, Mr. Gunn. Und entschuldigen Sie bitte. Aber Ihre Begleiterin muss ich bitten, draußen zu bleiben. Das verstehen Sie hoffentlich. Ich spüre mit. Kein Problem. Sie sind der Gastgeber. Genießen Sie die Party. Nun, das ist nicht so gelaufen, wie erwartet. Irgendeine Idee, warum er Sie weggeschickt hat? Nein, wir sind uns noch nie persönlich begegnet. Und niemand weiß, wie ich aussehe. Er ist nur vorsichtig, nehme ich an. Kann's ihm nicht mal verdenken. Was machen wir jetzt? Wir machen weiter wie geplant. Nur, dass Sie jetzt sämtliche Gespräche führen müssen. Ich bleibe außer Sicht und dennoch so nah bei Ihnen wie möglich. Ich hätte es ja noch begleiten. Funkkontakt, nur für den Fall, dass etwas schief geht. Das hättest du theoretisch schon am Anfang machen können. Und rauskriegen, welche Sicherheitsmechanismen es gibt. Dann überlegen wir uns den nächsten Schritt. Ich will es ja nicht sagen, Kasumi, aber hättest du... Du hast mich ja gerade so gesagt, ja, du, sie sehen aber mit einer Panzerung ein bisschen fehl am Platz auf einer Party aus. Kasumi, du siehst dagegen auch nicht viel besser aus mit einer, sag ich mal, Diebesrobe. Vor allem, warum hast du dich die ganze Zeit am Anfang nicht getan? Du bist mir da hinterher gelatscht. Das ist... Haben Sie bloß die Lage auf Aleph in den Griff bekommen? Ach das, ein bisschen Gewaltanwendung, ein bisschen Druck und bumm, erledigt. Zum Glück. Ich dachte schon, das Gesindel würde ihn ewig zu schaffen machen. Ich muss sagen, das ist echt ein schönes Anwesen hier. Man sagt, Commander Shepard sei noch am Leben. Wirklich. Oh bitte, das ist doch bestenfalls Wunschdenken. Was? Bestenfalls? Noch kurz ein Cut, ja. Okay, zurück zum Spiel. Aber echt, diese Welt ist echt wunderschön. Wir sehen die Welt gleich noch draußen nochmal. Hm.
Okay, interessante Kunst. Ja, auch kein richtiger Kamin hier. Was halten Sie von diesem Archangel? Ich habe gehört, dass er tot ist oder verschwunden oder so. Ein Glück kann ich nur sagen. Hey! Meinen besten Freunden so zu beleidigen, Sie Schwein. Und Sie haben zwei nette Begleiterin hier. Sollte Commander Shepard eigentlich auch immer haben. Und, Alter, sieht das schön aus. Okay, etwas haltete Grafik, aber dennoch, stelle ich das moderne Grafik vor. Bergstein ist eine richtig schöne Welt. Okay, hier gibt's ein Datenpad. Private Remus, wir können uns während der Party unmöglich rausschleichen. Alles ist hermetisch abgeriegelt. Und die Sicherheitschefin Rowe hat Dienst. Die würde das niemals zulassen. Ich stehe lieber rum und langweile mich zu Tod, als ihr sonst riskieren. Tut mir leid, Samuels. Chief Rowe, huh? Die scheint ziemlich hart zu sein. Wenn wir den Funkverkehr der Wachen anzapfen, bringt uns das vielleicht nützliche Informationen. Chief Rowe, es klingt schon wie eine fette Kampflesbe. Beziehungsweise klingt wie eine Kampflesbe wie aus Mass Effect 1, die eine Frau da, ich hab den Namen gerade vergessen, auf Noveria, die uns nicht gemocht hat und ja, sagt, ja, die uns richtig fett auf die Nerven gegangen ist. Egal. Mr. Hawks Tresorraum soll ja ganz exquisit sein. Wer sagt das? Er lässt doch keinen auch nur in die Nähe. Ich denke, hier die meisten Gäste sind alles Bauchredner. Glaube ich. Wow, wie heißt sein Architekt? Das ist alles ziemlich beeindruckend. Zumindest ist es ziemlich groß. Ja, es ist ein sehr schönes Anwesen, in den Berg reingebaut worden ist. Nun gut. Hey, Sie. Hawks Privaträume sind ohne spezielle Freigabe nicht zugänglich. Ich möchte zu gerne da rein, aber zuerst müssen wir uns den Tresorraum ansehen. Ja gut. Können wir nochmal mit Sock reden? Mr. Gunn. Wir müssen den Tresorraum untersuchen, Gunn. Ah. Können Sie später plaudern? Ich will jetzt mit ihm plaudern. Sieht nicht schlecht aus. Ach, Mass Effect hat immer modernere Grafik. Das wäre ein Traum für alle Mass Effect-Fans. Sehr hübsch. Hier drin ist mehr, als ich erwartet hatte. Ah. Passwortgeschütztes Stimmenschloss. Kinetische Barriere. DNS-Scanner. Vermutlich aus der EX-700-Reihe. Alles, was ein Tresorraum braucht, um unbezwingbar zu sein. Haben wir jetzt ein Problem? Ich bitte Sie. Haben Sie vergessen, wen Sie vor sich haben? Für das Stimmschloss brauchen wir eine Stimmprobe. Dazu müssen Sie mit Hawk ein Schwätzchen halten. Und das Passwort müssen wir auch beschaffen. Ja, gut. DNS? Kinderspiel. In Hawks Privaträumen finden wir bestimmt jede Menge DNS-Proben. Und die Barriere? Strom abschalten. Klappt immer. Müssen wir nur finden. KG würde mit so einem System im Schlaf fertig. Und ich bin noch besser. An die Arbeit. Ich verstehe nicht, warum man... Wenn das theoretisch so einfach ist, warum man... Wieso hat Mr. Hawk denn hier nicht ein besseres Sicherheitssystem? Ich meine, rein theoretisch, wenn der Strom abgeschaltet wird, muss es zum Beispiel einen zusätzlichen Schalter oder man muss es ja irgendwann bemerkt haben oder einen Notfallschalter geben, Zusatzgenerator. Okay. Sieht aus, als würde das Stromkabel der Barriere hier unter dem Boden verlaufen. Ja. Ich stelle Ihr Universalwerkzeug so ein, dass es auf elektromagnetische Felder scannt. Ja. Allerdings, Hawk sollte auch ein Sicherheitskameras oder Sicherheitsleiter haben, die auch sowas merken sollten. Okay. Oh. Hm. Ah, ich kann mir vorstellen, wo es ist. Gefunden. Hat keiner gesehen, nein. Müsste die Barriere erledigt sein. Ja. Nun dann, Mr. Hawk. Da ist er. Sie müssen nur dafür sorgen, dass er lange genug redet, damit ich eine Stimmprobe nehmen kann. Lassen Sie Ihren ganzen Charme spielen, Chip. Wenn Sie soweit sind, geht's los. Los geht's.
Mr. Gunn, ich hoffe, es gefällt Ihnen bei mir. Hoffentlich hat die kleine Szene an der Tür Ihnen nicht den Abend verdorben. Ich kann die Sicherheitsmaßnahmen ja verstehen, aber wer würde es wagen, in Donovan Hawks Haus einzubrechen? Ja. Gunn, unsere Branche lockt bestimmte Elemente aus ihren Löchern. Nur wenige wissen, was wir alles tun müssen, um die Barbaren auf Distanz zu halten. Die Leute von heute wollen Bequemlichkeit, Unterhaltung, Liebe. Sie begreifen nicht, dass die Galaxie ein empfindliches Konstrukt ist. Sie müssen sich nämlich nur um ihren unmittelbaren Luxus kümmern. Und warum? Weil Leute wie ich und Sie all die schrecklichen Dinge erledigen, damit die Galaxie sich weiterdreht. Diese Party ist für uns. Die Putzkolonne. Die Garanten für die trügerische Illusion in der Galaxie herrsche Frieden. Möge es immer einen Markt für unsere Güter und Dienstleistungen geben. Jetzt haben Sie ihn aber wirklich zum Reden gebracht. Wir haben genug für eine Stimmprobe. Lassen Sie ihn gehen. Genießen Sie die Party, Mr. Gunn. Sobald wir das Passwort haben, kommen wir damit an dem Stimmscanner vorbei. Das wird sehr, sehr lustig werden. So. Diese Tür führt in einen Sicherheitskontrollraum. Ich kümmere mich um das Schloss. Erledigt. Hat keiner gesehen, hat keiner gemerkt. Das, ich finde das irgendwie ziemlich cool, dass Wasser von Wänden runterläuft. Hat was. Bin bereit, wenn Sie es sind. Ich bin noch immer bereit. Ja, damals war ich schneller. Vor einem Monat. Wir haben Kontakt. Hat keiner gehört? Nein. Ich habe eine Idee. Sehen Sie mal nach, ob Sie was finden. Hat keiner gehört. Schon recht witzig, ja. So, mal gucken. Nance, ich habe dasselbe Problem. Hier gibt es so viele Passwörter, da kennt sich keiner mehr aus. Das Passwort für heute Abend lautet Perugia. Und das ist nicht mal leicht zu merken. Okay. Ist aber kein Problem. Durch die Stimmenscanner kann sowieso nur Hawk mit dem Passwort was anfangen. Trinken wir nach der Party ein paar Bier zusammen? Sag einfach Bescheid. Samuels. Haben Sie was? Das Passwort lautet Perugia. So hieß der Mann, der die Mona Lisa gestohlen hat. Hübsch. Ich habe Ihre Funkanlage angezapft. Ich glaube, wir kommen an der Wache vor den Privaträumen vorbei. Sagen Sie ihm, dass Chief Rowe Sie schickt. Und jetzt nehme ich Hawks Stimmprobe und... Geschafft. Jetzt können wir den Stimmscanner austricksen. So. Mr. Hawk? Mr. Gunn? Hey, Sie. Mr. Hawks Privaträume sind für Gäste ohne Sicherheitsfreigabe nicht zugänglich. Ich habe eine Freigabe im Dorf hinein. Mit wessen Genehmigung? Mann, wie er mich anschreit. Ich habe die Genehmigung von Chief Rowe. Okay, eine Sekunde. Chief Rowe, Samuels, haben Sie eine Zutrittsgenehmigung für Mr. Hawks Privaträume erteilt? Sie dürfen rein, Samuels, und belästigen Sie mich nicht mehr. Verstanden. Entschuldigen Sie die Störung, Ma'am. Okay, Sie können reingehen. Danke. Genießen Sie die Party. Vielen Dank. Mir ist gerade auch gefallen, dass der Tresorraum unterhalb ein Glas unterhalb des Brunnens hat. Sehr cool. Und da steht die Wache. Und die, ja. Suchen Sie nach allem, wo sich verwertbare DNS befinden könnte. Aber bitte schnell und leise. Das ist doch mal schön hier. Was gefunden? Nein, nur ein Credit. Und die Wachen merken natürlich gar nichts. Und ein Credit. Und ein paar Vögel hier. Die Putzkräfte wagen es nicht, solche Schätze zu berühren. In dem Staub finden wir bestimmt Tauzellen. Möglicherweise sind sie kontaminiert. Wir sollten eine weitere Probe suchen.
So. Sauber. Das ist eine Pflanze. Na und? Kann man... Passiert irgendwas mit der DNA, wenn ich eine Pflanze mit meiner Hand anfasse? Tastatur, Papier. Keine DNS, aber... Hock hat anscheinend versucht, Katies Greybox zu knacken. Offenbar übersieht er irgendwas. Bisher hat er die Verschlüsselung noch nicht geknackt. Und da, Entschlüsselungsprojekt-Update. Es gibt nicht viel zu berichten. Wir haben es mit Wörterbuchen in 4800 galaktischen Sprachen versucht. Ach du Scheiße. Die Recherchen über Uktas Familie haben auch nichts gebracht. Es ist unwahrscheinlich, dass wir mit dem Zufallsprinzip etwas erreichen. Wenigstens nicht zu unserer Lebzeit. So wie die Greybox-Technologie funktioniert, könnte es sogar sein, dass der Entschlüsselungscode überhaupt kein Passwort ist. Es könnte eine Erinnerung sein, ein Gefühl, sogar ein Geruch. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ich schlage vor, wir beschäftigen uns mit Alternativmethoden zur knappen Sicherung dieser Box. Wahrscheinlich finden wir Hocks DNS auf seinem Datenpad. Er scheint davon geradezu besessen zu sein. Aber ich bin nicht sicher, ob das ausreicht. Suchen wir weiter. Ja, ja. Holographisches Terminal. Hier ist nichts zu finden. Hm. Ups. Zeit zum Aufstehen. Sorry. Keine Haare, keine Hautschuppen. Die Putzfrau muss wohl ziemlich gründlich sein. Keine besonders tolle Speichelprobe, aber dennoch verwertbar. Das müsste ausreichen. Nichts wie raus hier. Jetzt bist du alles haben und jetzt gehen wir eigentlich zum Haupttresorraum. Hallo? Ich wundere, dass der Tresorraum hier nicht abgesperrt ist. Als wäre es eigentlich eine Falle. Ist doch viel zu einfach. Es hat geklappt. Die Barriere ist unten. DNS-Identifizierung bestätigt. Willkommen, Mr. Hock. Willkommen, Mr. Hock. Passwort erforderlich. Perugia. Stimm-ID akzeptiert. Willkommen, Mr. Hock. So. Mich um die Überwachungskameras. Gehen Sie vor und ziehen Sie sich an. Hätte man das nicht vorher machen sollen? Stellt euch jetzt mal vor, jemand wäre in der Wachraum gewesen, hat die ganze Zeit das live gesehen und jetzt... Ja. Ja. Dass jemand mit Augen gesehen wäre, wäre es erst später verschwunden, dennoch. Ja, nett. Jetzt alles auseinandernehmen und dann wieder anziehen. Schön, dass ich meine Rüstung wieder anhab. Kazumi sieht ein bisschen leicht verärgert aus. Ja, passt alles. So, Inhalt wird gespeichert. Oh, hoppla. Schick. Wenn man sich so das hier ansieht, stellt man... Das ist also Hocks Tresorraum. Ja. Sehr hübsch. Yep. Dieser Scanner spürt die Greybox auf. Sie ist ganz in der... Die Freiheitsstatue. Ja, okay. Wenn man sich solche Tresore mal ansieht hier... Da stellt man sich persönlich auch die Frage, was in echten Leben schon alles an Menschen schon an Wert gesammelt haben in ihren privaten Sammelschätzen. Unvorstellbar eigentlich. Hock mag irgendwie Krogana. Michelangelos David. Also, wow. Meinen Sie, wir würden das durch die Tür bringen? Nein. Proteanische Statue. Ach ja, aus, Eilos. Ja, auf Eilos war's. Unheimlich. Ja. Ich meine, diese Tentakel da ins Gesicht. Bleh. Ich könnte dafür immer noch einen guten Preis erzielen. Sogar außerhalb der Allianz.
Asari geraten wegen sowas total aus dem Häuschen. Okay. Wie ist Hawk denn an den Kopf der Freiheitsstatue gekommen? Hawk, du Wahnsinniger! Gute Frage. Ach ja, wir haben da... Wenn wir wahrscheinlich irgendwann durchlesen, wie das passiert ist. Ein Modell der Kara. Das ist sowas wie eine turianische Titanic, habe ich gehört. Ich will nichts sagen, aber das sieht mehr aus wie ein Raumjäger als wirklich wie ein großes Schiff. Wow. Man stelle sich vor, sowas kommt in einer dunklen Gasse auf einen zu. Ja, dann meine ernsthaft Probleme. Das ist hübsch. Irgendwie entspannt. Wenn du meinst. Wirklich Geschmack. Das muss man ihm lassen. Ja, ich stehe mal auf Geffe als Kogana, als Statuen. Sieht gar nicht besonders aus. Könnte aber eins der wertvollsten Stücke hier drin sein. Turianische Kunst ist außerhalb von Pelevin sehr selten. Aus gutem Grund, würde ich sagen. Eine Rachni-Königin. Naja, es gibt eben für alles Liebhaber. Ja, unsere werte alte Freundin aus Numeria. Sieht aus wie eine quarianische Inschrift. Wow. Wow. Das muss ziemlich alt sein. Wann haben die Quarianer zum letzten Mal was auf einen Stein geschrieben? Sehr beeindruckend. Man hat das Gefühl, seine Augen würden einem folgen. Gruselig. Das ist beeindruckend. Keine Ahnung, was es sein soll. Da ist die Gewehrbox und da ist eine Waffe. Das ist eine Casa Locust. Nein, die Casa Locust. Die Waffe, mit der zwei Präsidenten erschossen wurden. Großartig. Das ist eine tolle Waffe. Hawk hätte sicher nichts dagegen, wenn wir uns die ausborgen. Damit lässt sich was anfangen. Ja, aber dadurch, dass Shepard wir eine Soldatenklasse haben, kann er irgendwie... Maschinenpistolen sind die einzige Waffe, die Shepard nicht benutzen kann, was ich irgendwie seltsam finde. Naja. Und das ist die Greatbox also. Oh mein Gott. Da ist sie. Bemühen Sie sich nicht, Miss Goto. Ein Codeschloss. Ich hatte schon an der Tür den Verdacht, dass Sie es sind. Und dass Sie es dann bis hierher schaffen würden, war klar. Sie kennen mich. Ich enttäusche andere nur ungern. Ich brauche den Inhalt Ihrer Greybox, Kazumi. Und Sie wissen, dass ich Sie dafür auch töten würde. Ihre Fähigkeiten sind beeindruckend, das muss ich zugeben. Sie sind in meinen Tresorraum eingedrungen, als hätte er offen gestanden. Trotzdem werden Sie schreiend sterben. Genau wie Ihre Begleitung. Versuchen Sie es ruhig. So, jetzt haben wir ab. Ziehen wir es durch. So. Wir haben Gesellschaft. Das ist schief. Los. Die sieht gar nicht mal schlecht aus. Kazumi. Ja. Da brennt weg, husch. Dein Granaten hilft dir nichts. Überprüfe die Baupläne. Im Osten befindet sich ein Landeplatz. Nichts wie raus hier. Joker, hierher mit dem Shuttle. So. Lass sofort. Oh, hallo. Ah, ist das Anwesen ist echt gigantisch. Hat den gleich eine Privatarmee. Oh nein. Komm. Ja.
Frontkämpfer. Ich mag keine Frontkämpfer als Gegner. So, tschüss. Ja, keine Sorge, wir finden schon einen anderen Weg. So, hacken. So. Na, lief doch. Oh, eine kleine Mech-Armee hier. Von schweren Mechs. Als ob das keine Falle wäre. Hab ich doch gewusst. Und noch ein paar leichte Mechs, ja super. So. Oh. Na, das hat kein fettes Loch gemacht. Das hat gereicht. Jupp, hat's. Oh, hier sind auch mehrere leichte Mechs. Also Hawk hat die echt unten eine kleine Privatarmee. Zugegeben hätte ich auch so ein Anwesen, würde ich auch eine kleine Privatarmee darin halten, um meine Schätze zu bewachen. Tötet Solomon Gunn und bringt mir das Mädchen. Na, Commander Shepard tötet man nicht leicht. Kasumi, wärst du so lieb? Rush, rush. Oh oh. Atomexplosion, weg. Kasumi? So, Treffer. Was du brauchst, ist mein Arzt. Tja, Ladies. Unterschätzt niemand Shepard. Den Söldner habe ich nicht umgelegt. Was denn hier? Wer hat den wohl umgelegt? Okay, da lang muss ich. Kurze Sekunde, kurzer Cut. So, Cut vorbei und wieder los geht's. Haltet sie beschäftigt. Ich werde das selbst erledigen. Wupp. Eclipse am Arsch lecken, so.
Nee, da komme ich nicht durch. Adrenalinstoß ist einfach happy geil. Aua. So, tschüss. Okay, das haben wir alle. Da war doch irgend so ein Datenpack. Da. Mensch, hier kriegt man echt viel Geld. Und hier sind auch ein paar schwer gepanzerte Fahrzeuge. Also Hawk hat echt eine gut organisierte Armee hier unten. Aber das hilft ihnen leider nichts alles. Das hilft ihnen leider nichts. So, bitte die öffnen. Jetzt müsste es zum Boss kommen. Ja. Und jetzt wieder gerade hinsetzen. Nämlich die ganze Zeit auf eine Stelle zu setzen, tut nämlich die Arschbacken weh. Also, ich will gar nicht wissen, wie viel das Anwesen gekostet hat. Es hätte für das Ganze einen einfachen Weg gegeben, Goto. Jetzt zeige ich Ihnen den harten. Ja. Dieser Kampf hier ist auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad sogar sehr lästig. Ja, die Schilde nehmen da kaum Schaden. Doch. So. Eine richtig coole und spannende Folge, ne? Tschüss. Das ist ein Sariana. Komm. Scheiße. Das war so knapp. Ich habe vergessen immer wieder, dass dieses Schacht, den einen Schacht da unten gibt, die immer wieder neue Truppen spawnen. Dieser Bosskampf ist richtig ätzend. Ich will das Schiff schnell weg haben. So. So. Direkt in den Magen.
So. Legen Sie die Waffen nieder. Der Jäger ist zurück, mit voller Schildstärke. Wenn ich es bis zum Schiff schaffe, kann ich die Schilde außer Betrieb setzen. Tschüss. Was haben Sie Ihrer Begleitung erzählt, Kazumi? Dass Sie das aus Liebe tun? Shepard, ich brauche eine freie Schneise zu dem Jäger. Schalten Sie die Wachen. Ja, ich schalte schon die Wachen aus. So. Ja, ich hab die Waffe schon erledigt. Habe freies Schussfeld. Los geht's. Oh, das ist ganz schön knapp. Mr. Hawk, warum fliegen Sie auch so nah an Sie ran? Dann gut, dann. So, hey Shepard. Ah, hoppla. Wenn sie entkommen, werde ich die ganze Das wird helfen. So, hocken wir gleich weg. So, Hawk ist gleich weg, seine Schilde sind zu. Sie kommen von vorne. Und tschüss. Und die Wachen despawnen alle. Ja, und jetzt ist das Anwesen völlig leer. Kann Shepard das hier einfach übernehmen, hat zu Hause, wie Mass Effect 1 das sein Haus bekommen hat. Das hier wird auch ein richtig schönes Zuhause für Shepard. Nun denn, das war's dann mit dieser Mission. Da fliegen wir zurück zur Normandie. Kazumi, wenn du das hier siehst, bin ich bereits tot. Die Information, die wir gefunden haben, ist hier drin. Eine Riesensache, Kazumi. Wenn der Rat jemals davon Wind bekommt, dann könnte die Allianz darin verwickelt werden. Kazumi, ich habe die Informationen aus Sicherheitsgründen verschlüsselt. Und den Schlüssel dazu habe ich in deine Greybox eingespielt. Sich niemand das komplette Paket greifen kann. Aber wenn ich tot bin und jemand von dieser Sache erfährt, dann habe ich dich zur Zielscheibe gemacht, Schatz. Es tut mir so furchtbar leid. Keiji. Ich kenne dich, Kazumi. Du wirst diese Erinnerungen für immer behalten wollen. Aber du weißt auch ohne neurales Implantat, dass ich immer bei dir sein werde. Bitte, Kazumi, lösche diese Dateien.
Das ist alles, was ich noch tun kann, um dich zu schützen. Das kann ich nicht. Sonst ist doch nichts übrig. Leb wohl, Kazumi. Ich liebe dich. Ja. Gibt es keine Möglichkeit, nur die Information zu zerstören? Nein. Keiji ist ein Meister im Verschlüsseln von Dateien. Er hat die Information mit seinen Erinnerungen verschmolzen. Man kann das eine nicht bekommen, ohne das andere zu erleben. Meinen Sie sie? Wenn es für Sie wichtig ist, behalten Sie sie. Sie müssen nur bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Ja, das bin ich. Ich tauche unter. Niemand wird wissen, dass ich existiere. Ich glaube, das will ich. Danke, Shepard. Eine Greybox ist eine sehr interessante Technologie, die wir bestimmt eines Tages auch haben werden. So, Raub war erfolgreich, Greybox wurde zurückgeholt und Planet Kosumi ist gutes Besitz. Dolphin Hawk wurde bei der Zerstörung seines Jetzt getötet, Kazumi ist loyal. Ja. Neue Waffe freigeschaltet, neues Auto für Kazumi, jede Menge Asche und Upgrades. Beenden. Nun denn, das war doch eine recht lange Folge, oder nicht? Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr würdet nächstes Mal wieder einschalten. Und geht der Ladebildschirm schon ein bisschen schneller. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Schneller bitte, danke. So, erledigt. Und dann noch einen schönen Tag. Ciao.